Ich möchte heute die Chance nutzen, ein Thema anzusprechen, wovon ich glaube, dass wir es zu einem zentralen Thema im Wahlkampf 2013 machen sollten. Damit wir den Wandel zu wahrer Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen, aber auch die Bekämpfung der Staatsschulden schaffen. Und das ist der Mut zum Verzicht. Wenn wir es wirklich schaffen wollen, den Klimawandel zu bekämpfen und von unseren Schulden runterzukommen, dann müssen wir uns auch eingestehen, dass es notwendig ist, auf bestimmten Luxus, auf bestimmte Verschwendung, auf bestimmten Überfluss zu verzichten. Viele Politiker scheuen das, weil sie Angst haben, es würde nicht von den Leuten akzeptiert werden. Aber ich glaube, dass viele in diesem Land spüren, dass wir schon sehr lange nicht über unseren Verhältnissen, aber über dem leben, was die Natur uns geben kann. Dass wir in Luxus und Überfluss leben und dass wir nur langfristig Glück und Wohlstand erhalten können, wenn wir diese Verschwendung beenden. Es macht einfach keinen Sinn, mit einem großen, fetten City-Panzer in die Stadt zu fahren, um einen Liter Milch zu kaufen und wieder zurückzufahren. Wir werden hier radikal etwas ändern müssen und technischer Fortschritt alleine wird nicht ausreichen, um diesen Wandel zu schaffen, sondern wir werden auch auf bestimmte Dinge verzichten müssen. Aber es ist ja kein Verzicht, um weniger zu haben. Es ist ein Verzicht, um auf Dauer und auf die Nachhaltigkeit mehr zu haben. Und dafür würde ich gerne kämpfen und dafür würde ich auch gerne mich einsetzen, dass wir das versuchen nachzubringen, denn nur das ist die Wahrheit. Nicht China und Indien sind momentan die großen Verschmutzer und die Probleme, sondern wir westlichen Staaten. Niemand von uns hier lebt wirklich nachhaltig. Niemand. Auch ich nicht. Auch wenn ich mir alle Mühe dazu gebe und es gerne ändern würde und es auch versuche. Mit dem Konsum umstellen, wie wir unser Geld anlegen, all das muss sich ändern. Und das können wir auch ändern. Das können wir auch schaffen. Und so können wir alle Teil der Lösung werden. Teil Lösung der großen Governance-Probleme. Zum Schluss möchte ich noch etwas zur Urwahl anmerken. Es gibt nun ein paar kritische Stimmen in Bayern, die versuchen, mich mit meiner Kandidatur bei dieser Urwahl an den Rande der Überheblichkeit zu bringen. Ich möchte nur sagen, dass ich bei dieser Urwahl nicht für mich angetreten bin, sondern diese Urwahl für uns Grüne zu einem Erfolg zu bringen. Einen ehrlichen, fairen Wettbewerb für das beste Miteinander. Und wer immer den gewinnt, verdient die volle Unterstützung der gesamten Partei, auch meine. Und ich kann nur sagen, ich habe dafür alles gegeben, um diese mit meinen bescheidenen Mitteln ehrliche Unterstützung aufzubauen. Und selbst die Kritiker können nicht sagen, dass ich nicht dort eben gezeigt habe, dass ich mit Medien agieren kann und dass ich mit bescheidenen Mitteln viel erreicht habe. Ich bin 23.000 Kilometer durch Deutschland gereist. Ich bin nicht ein einziges Mal in ein Taxi gestiegen. Ich bin alles mit Bahn und Bus gefahren. Ich habe mit allen Medien zu tun gehabt, von Tagesthemen bis Heute Journal, von Deutschlandfunk bis zu allen Social Networks. Ich sende fast täglich auf allen Social Network Kanälen, die mir zur Verfügung stehen. Und ich habe ein Ziel seit 4,5 Jahren und das ist maximal 8 Jahre hier hinten etwas zu bewegen. Für eine neue Art des Politikmachens, für ein stärkeres Miteinander, für eine bessere Kommunikation, aber auch für neue Inhalte, wie zum Beispiel die Chancen und Risiken der digitalen Vernetzung. Und darauf bereite ich mich vielleicht implizit schon mein ganzes Leben lang vor. Denn für mich gibt es keine höhere Aufgabe, keine höhere Würde, als hier hinten Politik bewegen zu dürfen. Und auch wenn die Kamera sich jetzt verschoben hat, das liegt eben an den Mitteln, die ich habe, so möchte ich euch doch sagen, dass ich bis zum 8. Dezember jeden Cent und jede Minute, die ich habe, dafür verwenden werde, um diese Chance zu erhalten. Wenigen, was ich habe, versuche viel zu bewegen. Ich hoffe, dass mir das auch hier in der Politik vergönnt sein wird. Am 8. Dezember entscheidet sich, ob ich noch als junger Mensch die Chance erhalten werde, in der Politik etwas zu bewegen. Und nichts würde ich lieber. Und deshalb hoffe ich, dass ich eure Unterstützung erhalte.
Vielen Dank.